Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Bushcraft und Abenteuer. Heute geht es bei bestem Wetter auf eine Expedition. Ich habe da so eine gewisse Höhle, die Wohnhöhle am Untersberg. Die versuche ich schon seit Ewigkeiten zu finden. Ich war immer haarscharf dran und habe es dann aber nicht geschafft, weil entweder das Wetter umgeschlagen hat, ich einfach K.O. war oder ich irgendwann so frustriert war, dass ich aufgegeben habe. Man findet im Internet nicht viele Infos über diese Höhle. Man weiß nur, dass sie als Zufluchtsort während Kriegszeiten genutzt worden ist. Also die Leute aus dem kleinen Ort hier unten sind hier den Berg hinaufgekommen und haben sich hier versteckt. Man findet so gut wie keine Hinweise darauf, wo genau diese Höhle ist. Ich weiß nur, sie ist irgendwo hier am Untersberg. Und heute mache ich mich auf die Suche. Ich nehme euch mit und hoffentlich finde ich sie heute endlich. Ich bin sehr motiviert und ich hoffe, das Ganze schlägt nicht in Frustration um. Ihr könnt mich begleiten. Der Weg wird wirklich anspruchsvoll, teils auch gefährlich. Es wird interessant. Also wenn du magst, dann komm doch mit. Hinter mir ist eine Wildfütterstelle, wo das Wild im Winter oder in den Wintermonaten gefüttert wird. Und das ist das einzige Ziel, den einzigen Anlaufpunkt, den ich habe, denn man findet im Internet so gut wie nichts über diese Höhle. Ich weiß nur, sie soll irgendwo hier hinter mir am Steilhang liegen. Zur Höhle gibt es keinen direkten Weg. Man kann nur Wildpfaden folgen oder Jägerpfaden, die aber schon sehr verfallen sind. Also es ist mehr oder weniger ein Rätselraten.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Fluch oder ein Segen ist, aber jedes Mal, wenn ich hier im Untersberg bin, regnet es. Oder ist es noch regennass oder total bewölkt. So richtig Sonnenschein hatte ich hier noch nie. Zumindest nicht durchgehend. Aber es hat auch seinen positiven Nebeneffekt, es ist nicht so heiß und es sind fast keine Mücken unterwegs. Ich bin etwas schockiert. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich querfeldein durch den Berghang laufen muss. Und hinter mir ist eine neu angelegte Forststraße. Also die müssen mit unglaublich schwerem Gerät angerückt sein. Ich finde gerade gar nicht die richtigen Worte. Ich bin wirklich schockiert, dass man sowas zulässt, sowas erlaubt, dass quer durch den Berg eine so eine Schneise gezogen wird. Dieses Schild hier ist echt ein Hohn für alle Wildtiere, für alle Tiere, die hier leben, für die Flora und Fauna hier. Hier steht, respektiere deine Grenzen. Es ist ein Wildschonungsbereich, den man in den Wintermonaten nicht betreten darf. Ich frage mich, wo hat der Mensch hier seine Grenzen respektiert, als er diese Straße hier in den Berg gesprengt hat? Wo waren da die Grenzen des Menschen? Der Untersberg ist mein Hausberg. Also an diesem Berg fühle ich mich am meisten zu Hause und das ist auch der Berg, den ich am häufigsten besuche. Und ja, ich war schon so ziemlich an jeder Ecke des Untersberges. Aber natürlich waren letztes Jahr die Grenzen dicht und so bin ich gar nicht auf diese Seite hier gekommen. Was sich innerhalb diesen Jahres hier verändert hat, das ist nicht mehr feierlich. Es ist einfach nur demütigend der Natur und den Tieren gegenüber. Kann ich nicht anders sagen. Es ist natürlich jetzt hier ein Paradies für Touristen, vielleicht noch für Mountain-E-Bike-Fahrer, die hier hochbrettern mit ihren Akkus und keine Grenzen respektieren. Aber also mit Natur und mit Schutzzone, das ist ja hier ein Schutzwald am Untersberg, damit hat das nichts mehr zu tun. Hier oben ist eine Felsformation, die schaut so ein bisschen aus, wonach ich suche. Ich bin mir nicht sicher, also von den Höhenmetern her dürfte es noch nicht passen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Höhle, zumindest vermute ich es, und das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Das habe ich gemeint. Bin mir nicht sicher, ob es eine Höhle ist oder nur ein Felsvorsprung, aber ich werde es anschauen und auschecken. Also kleine Lagerfeuerstelle und auch trockenes Brennholz. Echt gemütlich hier drin, also für 2-3 Personen gerade ausreichend. Und was ich auch ganz toll finde, ist hier auf der linken Seite so eine kleine Mulde. Perfekt als Ablagestelle. Also richtig gemütlich hier. Weiter geht's. Das ist ja nicht mein eigentliches Ziel heute gewesen. Ich möchte die Wohnhöhle finden und da bin ich hier falsch. Die Straße, die jetzt hier neu angelegt ist, ist natürlich ein bisschen irreführend, denn man ist natürlich verleitet, dass man da weitergeht. Es geht sich natürlich bequemer als hier querfeldein den Berghang hoch ohne jegliche Wege. Aber wenn ich richtig liege, müsste die Höhle quasi genau hier oben sein, also eine gerade Linie nach oben. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da einen guten Weg hochfinde. So eine moderne Uhr ist ja echt praktisch. Man hat alles irgendwie mit drin. Und ich weiß, dass die Höhle, die ich suche, auf ungefähr plus minus 700 Metern liegt. Also heißt, ich muss noch viel weiter hoch. Ja, das Wetter ist jetzt natürlich auch nicht so berauschend. Es kommt jetzt ziemlicher Wind auf. Mein Gott, mit bewölkt und Regen kann ich leben.
Ich bin ja nicht hochalpin, also da würde ich das Wetter noch ein bisschen besser abchecken davor. Aber für diesen Bereich hier kann ich mich mit diesem Wetter schon anfreunden. Hier oben ist jetzt das nächste Felsmassiv, aber es kann immer noch nicht die richtige Höhe sein. Also ich muss definitiv noch weiter hoch und ich muss jetzt irgendwie hier einen Weg rundherum finden, denn querfeldein kann ich hier natürlich nicht gehen. Schau mal da, vielleicht ist es, oder könnte es sein? Schaut aus wie so ein Portal. Ich habe gerade noch mal geschaut, wie hoch ich bin. Also eigentlich könnte es dies nicht sein, aber das ist wie so ein richtiges Portal hier. Also vielleicht ist es ja. Also die Abenteuerlust ist jetzt auf alle Fälle gepackt. Ich muss jetzt da hoch. Leider wieder falsch, aber es hätte echt die Höhle sein können. Mensch, das Wetter schlägt jetzt gerade auch total um. Also ich hoffe, ich finde es jetzt bald. Dass hier so viele Wurzeln gibt zum Festhalten. Seht ihr dieses Wurzelwerk? Es ist ganz interessant, denn man sieht ganz eindeutig, dass dieser Baum hier richtig flach seine Wurzeln ausgebildet hat. Normalerweise würden sie ja in die Tiefe gehen, aber hier war einfach kein Weg. Ja, und letztendlich war dieser Standpunkt dann wohl doch ungünstig. Das Gelände wird jetzt echt anspruchsvoll. Na gut, anspruchsvoll war es eigentlich schon von Anfang an, weil es gibt hier keinen Weg und man muss quasi einmal querfeldein den Berg hoch. Ich versuche schon, dass ich immer wieder so Serpentinen gehe, dass es nicht ganz so anstrengend und gefährlich ist, aber hier zum Beispiel ist so eine Rinne. Es geht nicht anders, ich muss hier geradeaus hoch.
Wow, also das hier hoch, das war jetzt ein echter Kraftakt. Ich bin wirklich auf allen Vieren gegangen und habe versucht, mich irgendwo unter Wurzeln reinzugraben, dass ich mich gescheit festhalten kann. Es ist oft so trügerisch, weil du greifst nach irgendeinem Baum oder nach einem Stein oder einer Wurzel und dabei rutscht es weg, ist morsch oder ähnliches. Ich bin echt froh, wenn wir jetzt dann hoffentlich angekommen sind. Da oben ist ein kleines Plateau, da mache ich jetzt Pause. Also, ich habe immer gesagt, ich brauche keine Smartwatch, aber es ist echt interessant. Ich habe gerade mal meinen Herzschlag gecheckt. Ich bin bei 145. Also gerade bin ich echt so am Levelende des Anspruchs. Ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Hier ist so ein kleines Plateau. Hier mache ich jetzt Pause, esse was, trinke was. Und ich denke, ich bin jetzt sogar zu hoch. Wir sind jetzt hier 706 Meter. Die Höhle sollte ein bisschen unterhalb liegen, aber hier, wenn man nur 10 Meter am falschen Platz entlang läuft, ja, es ist richtig schwierig, weil man sieht natürlich nicht in die Ferne, es sind überall Bäume, die Unebenheiten. Es kann gut sein, dass die Höhle hier 15 Meter entfernt von mir ist und ich sehe sie einfach nicht und laufe dran vorbei. Ich check das jetzt gleich nochmal am GPS. Hier ist leider Grenzgebiet, also ich habe keine österreichische Karte und es zeigt mir hier nicht alles an, aber so markante Punkte werden oft angezeigt. Ich schaue jetzt gleich mal, vielleicht ist ja die Höhle sogar eingezeichnet. Ich war ehrlich gesagt gerade ziemlich frustriert, weil ich nicht gedacht habe, dass ich es heute noch finde. Ich habe hier auf der Uhr zwar weltweite Karten drauf, aber die zeigt so markante Spots nicht an. Ich habe jetzt da reingezoomt, aber es ist schlichtweg nichts da. Beim GPS allerdings habe ich hier die Wohnhöhle eingezeichnet und sie muss direkt neben mir sein. Das checke ich jetzt. Hier ist auch noch irgendein Punkt. Ich denke, das ist der Lagerplatz, den ich vorhin entdeckt habe. Das heißt jetzt schnell ein Happen essen, runterschlingen, einen Schluck trinken, dann zusammenpacken und gleich wieder weiter, denn das Wetter schlägt wirklich um. Zwischendrin grollt es schon wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, bis das Wetter wirklich richtig, richtig schlecht wird. Also keine Zeit verlieren. Ich ärgere mich gerade wirklich, dass ich nicht schon eher auf das GPS geschaut habe. Moment. Walderdbeeren, die lasse ich mir nicht entgehen. Denn ich würde mich jetzt richtig ärgern, wenn ich die Höhle erreiche und ich stelle fest, dass da total der einfache Weg hin ist und ich habe mich hier hochgequält. Aber dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Ich habe das GPS eigentlich nur als Notalternative mitgenommen, weil mir gedacht habe, wenn mit dem Handy irgendwas ist, dann hast du einfach noch eine zweite Option. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier überhaupt was zu sehen ist, weil ich eben auf österreichischem Gebiet bin. Und ich weiß, dass ich dieses Areal nicht einsehen kann beim GPS. Ich habe jetzt eigentlich nur nochmal nachgecheckt, denn ich wusste ja, manchmal werden markante Orte angezeigt, beziehungsweise markierte Spots. Und genauso war es jetzt auch, zu meinem Glück. Denn ich glaube, hierüber in die Ecke wäre ich sonst nicht gekommen. Dann wäre ich heute erfolglos heimgekehrt. Also noch bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich finde, aber jetzt mit der Markierung steigt wieder die Zuversicht. Also, ich bin eigentlich direkt oberhalb, aber dieses Gelände hier runter ist tödlich, da gibt es keinen Weg. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg hier außen rum finden. Ich habe hier ein Zeichen am Baum entdeckt. Das ist menschlichen Ursprungs. Ich zeig's euch mal. Ein X und ein O. Also hier geht's runter. Schaut ganz harmlos aus. Ich habe befürchtet, dass das Areal hier nach unten wieder sehr gefährlich wird. Aber ich denke, es geht. Schauen wir mal.
Das schaut doch gut aus. Ich glaube, wir haben es gleich gefunden. Ich denke, ich bin kurz vorm Ziel. Drückt mal die Daumen. Ja, oh Gott sei Dank, gefunden. Helm ist auf, Sicherheit geht vor. Ich freue mich jetzt schon, da reinzukriechen und die Höhle zu erkunden. Es ist keine riesengroße Höhle, aber sie ist eben so gut wie nicht bekannt. Also ganz wenige Menschen kommen wirklich hier hoch. Wenn man sich den Weg anschaut, kann man es nachvollziehen. Und jetzt genug gelabert, ich will jetzt rein. Ah, ein Geocache. Hier hat jemand einen kleinen Kübel hingestellt zum Wasser auffangen. Und es ist wirklich reinstes Wasser. Gut, hier am Boden ist ein bisschen Sediment. Aber ich bin mir sicher, das könnte man trinken. Es ist gefiltert durch die Felsen. Probiere ich später. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es sehen könnt. Aber die Wand hier glitzert überall. Da ist sogenannter Nix dran. Sieht richtig aus wie so schimmernde Diamanten hier.
Diese schwarzen Punkte hier könnten Fledermauskot sein, ich bin mir aber nicht sicher. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier hat jemand Moos und so schön geformte Stöcke reingebracht. Schaut aus wie so ein kleiner Altar. Ich weiß, dass hier am Untersberg in vielen Höhlen solche ja, Ritualstätten sind, Opferstätten. Und kann gut sein, dass das hier auch eine ist, wo vielleicht in der Mitte eine Kerze stand oder so. Ja, hier ist jedenfalls Schicht im Schacht. Weiter geht es nicht. Es geht so nicht. Ich muss die Lampe weghalten. Was für ein tolles Portal, oder? Eigentlich ist die Höhle gar nicht so groß, aber sie ist halt hier enorm hoch. Und der Klang hier drinnen ist richtig toll, man hat eine richtig gute Akustik hier drin. Ich habe keine einzige Fledermaus entdecken können. Denn hätte ich eine gesehen, dann wäre ich hier nicht überall rumgekrochen, hätte mich hier nur im Eingangsbereich umgeschaut. Ich möchte ja nicht unbedingt stören, aber ich sehe keine einzige. Also ich bin mir nicht sicher, ob das da oben Fledermauskot ist oder nicht. Vielleicht wissen es die Experten. Man hört hier drin auch nichts. Nur dieses gelegentliche Platschen vom Wasser, das hier durch das Gestein kommt. Aber sonst ist es totenstill. Im Internet findet man über die Wohnhöhle so gut wie gar nichts. Aber ich weiß, dass diese Höhle zu Kriegszeiten als Rückzugsort, als Fluchtpunkt genutzt worden ist. Man sieht auch unten diese Kochstellen, da wurde wahrscheinlich früher gekocht und wahrscheinlich wurde auch früher hier schon Wasser aufgefangen, um es zu trinken. Aber wenn man sich vorstellt, dass man hier drin schlafen müsste, das ist doch wirklich eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung. Es ist alles klamm, es ist natürlich sehr kalt, alles tropft, alles ist feucht. Also die Menschen, die hier ja, Zuflucht gesucht haben, die hatten bestimmt keine angenehme Zeit hier. Hier oben seht ihr vielleicht diesen dunklen Streifen in der Mitte. Und auf dem rechten Part, auf der rechten Seite, das sieht aus, als wären da Kratzspuren. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht hier früher Höhlenbären gegeben hat. Das ist ja doch eine ganz schöne Höhe, aber das kann auf gar keinen Fall von Menschen sein. Thank you.
Alle Ecken sind erkundet, groß ist die Höhle ja nicht. Aber doch hat sie den ein oder anderen Schatz hier drin, wie diese Nix oder diese goldenen Tröpfchen. Das schaut echt toll aus. Ja, aber jetzt ist wieder Zeit zu gehen. Ich bin echt froh, dass ich die Höhle gefunden habe. Am Anfang war ich voll optimistisch und dann irgendwann war ich so K.O. Dann habe ich echt gedacht, ich finde es heute nicht, aber toi, 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 endlich doch noch geschafft. Das hier ist oder war eine Kochstelle. Wie warm es hier draußen gleich ist, der Temperaturunterschied ist echt enorm. Hat sich's doch noch gelohnt. Zwischenzeitlich habe ich echt den Optimismus verloren. Es ist ja hier auch so extrem unwegsam. Du kannst nicht sagen, ja egal, dann gehe ich jetzt einfach mal hier 200 Meter nach rechts und durchkämme das Gebiet und irgendwann wird es schon auftauchen. Es ist wirklich eine Sache von Metern, ob du den Eingang siehst oder nicht. Aber letztendlich war es ja zielführend. Toi, toi, toi. Ich hätte echt nicht gedacht zwischendrin, dass wir es finden. Umso glücklicher bin ich, dass ich es jetzt gefunden habe. Es war auf jeden Fall die Strapazen wert. Drinnen schaut es wirklich toll aus mit all dem Nix an den Wänden, die goldenen Tröpfchen. Auch dieses Geräusch, die Akustik drinnen ist wirklich einzigartig. Und vielleicht komme ich hier mal her und übernachte hier. Der Platz bietet sich ja förmlich an. Mal schauen. Schön, dass du dabei gewesen bist, dass du mich begleitet hast. Ich hoffe, du konntest virtuell ein paar Kalorien verbrennen und dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ich nehme euch jetzt noch auf den Weg mit nach unten. Ich bin jetzt etwas in Eile, denn wie vorhin schon erwähnt, schlägt das Wetter um. Und bei Regen geht's ja noch. Bei ein bisschen Wind geht's auch noch, aber wenn die Gewitterzelle kommt, die ich vorhin gesehen habe, dann ist es hier oben nicht mehr lustig. Zwischenzeitlich muss ich echt auf allen Vieren gehen. Aber ich schaue eigentlich, dass ich bei gefährlichen Stellen zumindest drei Körperteile am Boden habe, also so eine Dreipunktsicherung. Klar, Beine und eine Hand zusätzlich irgendwo festhalten an einem Stein, einer Wurzel oder Baum. So ist es am sichersten. Wenn gar nichts anderes hilft, dann muss ich auf meinen Po hier runterrutschen.